Major Explosion. Deal two wounds to all enemies in this space. To all enemies in this and adjacent spaces. Ja. Tschüss zu den Kultisten. Weil die haben ja nur zwei Wounds. Hallo. Und tschüss. Tschüss. Ja, läuft bei dir. Hallihallo. Hallo. 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 Cthulhu. Death may die. Yes. In the house. Wir haben uns richtig gut vorbereitet. Wir wollen euch heute einmal die erste Mission vorspielen. Also die erste Episode. Das sind ja Episoden, die wir jetzt hier haben und spielen dürfen. Das Ganze... Was lasst dürfen. Du? Dürfen. Wollen. Müssen. Nein, Hendrik wollte es unbedingt spielen. Yes. Wir beide gar nicht. Wir dürfen. So. Ist ja nicht privat hier. Ja, stimmt. Genau. Die erste Episode, da geht es darum, also eigentlich in jeder Mission geht es darum, dass wir irgendwelche Kultisten davon abhalten müssen, irgendein Ritual zu vervollständigen. Und wenn wir das schaffen, dann kommt der große Alte, in diesem Fall, wir haben uns für Cthulhu entschieden, taucht dann auf und dann müssen wir ihn bekämpfen. Also wir müssen nicht mehr großartig ermitteln hier, sondern es geht darum, Ritual aufhalten und danach gib ihm. Schön auf die Mütze. Richtig, genau. Wir haben dafür, also Episode 1 haben wir uns rausgesucht und den Cthulhu. Und dann führt das ja dazu, dass man zum Beispiel diese Mythoskarten hier, dass man die dann durchmischen muss, weil es sind 8 Mythoskarten aus dem Cthulhu-Deck und 8 Mythoskarten aus dem Deck der Episode. Und dadurch ergibt sich jetzt halt ein ganz individuelles Mythos-Deck nur für diese Mission in der Kombination mit Cthulhu. Wir haben hier ein paar Discovery-Cards, die kommen dann auch aus der Mission. Das sind quasi Companions oder Gegenstände, die wir bekommen können. Und die entsprechenden Monster, die wir in dieser Mission haben, sind halt auch vorgegeben von der Episode, beziehungsweise dann von Cthulhu sind seine Minions, die er mitbringt. So haben wir auf jeden Fall ganz normale Kultisten auf dem Feld. Irgendwann kommt dann das Sternengezücht noch dazu als Minion und dann, was haben wir da? Fire Vampire und Byakki. 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 Die sind dabei. Ja, wir haben 3 Charaktere. Wir haben quasi eine Vorauswahl getroffen, denn wir wollten, oder ich wollte ganz gern, dass wir hier bemalte Charaktere spielen. Das kenne ich so von King Death Monster. Da gibt es auch immer eine Vorgabe. Ja, das muss ja sein, ne? Mhm. Wenn ihr das aussuchen dürftet, dann würde es ja 5 Tage dauern, bis ihr alle ganzen Charaktere hier durch habt. Mhm. Ja, Florian, wen spielst du denn? Ich spiele Mario. Bing. Ja, in Blau. Mario ist ein Polizist. Und hat welche Fähigkeiten? Also die erste ist immer individuell, Hendrik, das weißt du ja auch noch nicht. Die erste Fähigkeit, die ist individuell, die hat wirklich nur deinen Charakter und die anderen beiden, die können halt auch andere haben. Also ja, die kommen so aus dem Pool. So genau. Okay. Ja, er hat Interrogation, da kriegen Kultisten in meinem Feld einen Würfel weniger. Marksman, er kann also gut schießen und Toughness, er kann auch gut einstellen. Okay. Ich habe Ian. Ian ist einarmiger Sergeant. Soldat. Sergeant? Hm, der war mal Sergeant oder ist noch Sergeant. Okay, das war nicht sehr hoch. Hallo? Ian Sergeant? Hat die Fähigkeiten Vengeance Obsession. When attacked, if you are dealt any wounds, deal one wound to that enemy and heal one stress. Das ist quasi Dornenaura. Ja. Brawling, gain one green die when attacking a target in your space. Also ich vermute mal, das ist mehr Schaden im Nahkampf. Mhm. Und Swiftness, when you run, you may move one additional space. Jawohl. Ich habe Ahmed. Ahmed hat den Healing Prayer, das heißt, am Ende der Runde kann ich einen Stress heilen oder eine Wunde. On an Investigator in your space, it may be yourself. Also ich kann andere heilen und auch mich selbst. Dann habe ich noch Stealth. When you run, you may sneak once. Das heißt, ein Gegner verfolgt mich dann nicht. Und Arcane Mastery, when making any roll, you may count one Pentagram als ein Success. Also ich kann, auf den Würfeln sind ja verschiedene Symbole, werden wir gleich noch sehen. Da sind für mich die Pentagramme auch Erfolge. Hendrik hat das, wie gesagt, noch gar nicht gespielt. Florian hat das schon einmal mit mir gespielt und generell läuft das jetzt gleich in Runden ab. Also einer fängt an und hat dann in seiner Runde 3 Aktionen, die er machen kann. Solche Sachen wären entweder sich zu bewegen, das heißt hier Run, Move to up to 3 Spaces, bei dir wären es dementsprechend 1 mehr. Mhm. Attack, one enemy, das ist auch ganz interessant, weil du musst dich für einen Gegner entscheiden, den du angreifen willst, es sei denn, du hast Brawling zum Beispiel auf Stufe 2, dann kannst du deinen Schaden, den du erzeugst, komplett verteilen. Dann müsstest du ihn aber schon mal einmal aufgelevelt haben.
Wir können uns ausruhen, dann gewinnen wir bis zu 3 in Kombination Stress oder Gesundheit wieder. Wir können, wenn wir im selben Feld sind, handeln und gegenteilige Gegenstände und Companions austauschen. Und dann gibt es noch ganz besondere Aktionen, die halt nur für diese Episode jetzt gerade von Interesse sind. Mhm. Denn wir sollen ja irgendwelche Labore zerstören. Genau. Ach, das ist dann quasi so eine Episode-Action. Richtig, genau. Ja. Okay. Genau. Gut, also einer davon wäre Extinguish Fire, sehe ich gerade. Mhm. Genau, die Fire Tokens. Und dann kann man eine Aktion machen. Test, ne? Ach, die Hütte brennt auch noch, in der wir uns gerade bewegen. Natürlich. Oh, das wird noch wunderschön. Mhm. Da kann man einen normalen Test machen. Wenn man mindestens 1 Success hat, dann kann man remove 1 Feuer-Token. Für jeden Success. Ja. Und die andere ist Equipment zerstören. Wir haben hier diese Labormarker. 5 Stück müssen das insgesamt sein. Mhm. Für die Mission müssen wir 4 Stück so gesehen angreifen. Es zählt aber nicht als Angriff. Die müssen sie zerstören, ne? Genau. Und die müssen 4 Wounds haben, dann ist das Labor zerstört. Genau. Auf der Rückseite passiert auch noch was. Das ist dann ganz random. Also okay. Es kann sein, dass das alles in Flammen aufgeht oder dass du irgendwas anderes machst. Geheilt wirst oder sowas. Ja. Okay. Ja. Generell ist, wenn du dich bewegst, bedeutet das, dass du alle Monster, die in deinem Feld stehen, wenn du aus dem Feld gehst, wo halt Monster oder Kultisten drin sind, die kommen einfach alle mit. Auch wenn da einer von uns trotzdem mit drin steht. Okay. Ne? Die verfolgen dich also die ganze Zeit. Das schon mal zum Bewegen. Ansonsten ist das relativ simpel. Hier gibt es Durchgänge, da ist ein Durchgang. Und dementsprechend immer, wo 2 Pfeile von 2 Seiten kommen, können wir durch. Hier können wir nicht raus. Was noch bei der Mission besonders ist, dieses Feld und dieses Feld, die sind miteinander verbunden. Hier geht es quasi runter in den Keller. Hier haben wir auch nochmal 2 Labore, die wir zerstören können. Hier sind Spawnpunkte. Hier kommen zwischendurch immer gegebenenfalls irgendwelche Monster werden gespawnt. Denn wenn du mit deinen 3 Aktionen durch bist, dann musst du eine Mythos-Karte ziehen. Die sind eigentlich nie gut. Und da steht dann auch drauf... Das heißt, wir ziehen pro Spieler immer eine Karte. Ja. Und ja, genau. Generell steht dann da drauf, das ist meistens an eine, manchmal aber auch an 2 Monstergruppen gerichtet. Da steht dann meistens drauf, bewege den zu dir. Mhm. Dann sollen sie dich auch meistens angreifen. Und das kommt ja gleich erst noch. Ach so, ja, okay. Ach stimmt. Genau, der steht einfach nur drauf, was sich bewegt. Genau, soll. Bewege dich zu dir. Dann musst du meistens auch diese Karte, dieses Monstertyp spawnen irgendwo. Dafür sind diese bunten Portale da. Und dann ist das ja eigentlich abgehandelt. Und dann kommt der dritte Investigate or Fight. Wenn du in einem Feld bist, wo nichts steht, kein Monster steht, so wie jetzt zum Beispiel, dann könntest du so eine, wie heißen die Karten? Discovery Card. Discovery Card ziehen. Da ist dann irgendwie, da hast du eine A und B Choice Option, was du machen willst. Oder wenn da halt einer im Feld ist, dann musst du gegen den, dann greift er dich an. Okay. Und nur dadurch läuft das dann so wirklich, das Kämpfen. Ja. Dann kann es natürlich noch sein, bei den Karten, die haben dann manchmal so ein rotes Symbol oben. Die legen wir dann immer separat, weil wenn du 3 Stück hast... So wie das da hinten, das Symbol? Ja, genau, so wie das hier. Yes. Mhm. Ich glaube, dann wird der ein weiter bewegt. Und wenn der ein weiter bewegt wird, müssen wir das alles abhandeln, genau. Was auf seiner Karte steht. Dann steht und hier was und hier steht was. Genau. To disrupt the ritual, wir müssen, hattest du gesagt, ne? 4 Stück, 4 Labor. Und was steht drauf? When the Elder advances, was passiert dann noch? Place 1 fire token in each space that has an cultist and no fire. Okay, die Kultisten... Das heißt, die rennen auch noch durch die Gegend und zünden die Bude weiter an. Yes, ja. Die machen die Bude. Denen geht's aber auch gut. Feuer, dementsprechend, wenn du ein Feld verlässt, wo ein Feuermarker drin ist, oder halt auch mehrere Feuermarker, dann musst du die entsprechende Anzahl Feuermarker auf dein Tableau platzieren. Aber das Feuer bleibt trotzdem da drin, deshalb brauchen wir halt jede Menge... zusätzliche Feuermarker. Und in der letzten Phase musst du nämlich würfeln für jeden Feuermarker, der auf deinem Tableau liegt. Wirfst du einen Würfel und jeder Erfolg, also so ein Ausrufezeichen, heißt, du kriegst eine Wunde ab. Okay. Und danach gehen die weg? Oder? Danach sind die dann weg. Gut. Richtig. So, generell musst du, wenn du hier irgendwas machst mit den Würfeln, du nimmst immer die 3 schwarzen Würfel und je nach Fähigkeit kommen dann ein grüner Würfel dazu, wie zum Beispiel jetzt hier bei dir bei dem Brawling. Yes. Die grünen Würfel sind auch nie schlecht, da ist kein Wahnsinnssymbol dabei, denn hier diese Tentakeln führen dazu, dass du, wenn du den nicht rerollst zum Beispiel, dass du irgendwann oben dann den Stress nehmen musst. Mhm. Bis du irgendwann auf diesem einen Symbol landest und das führt dann dazu, dass du deine Psychose abhandeln muss. Ja. Und dann darfst du aber als Ausgleich auch noch leveln. Okay. Ja?
Also je wahnsinniger wir werden, umso mächtiger werden wir. Also ist das jetzt Stress oder was? Nee, Stress ist das hier unten, gut. Den brauchst du. Ja, zum gut. einen, um Würfel zu rerollen. Du darfst dann also einen Stress ausgeben und sagen, ich möchte diesen Würfel nochmal werfen. Ah. Ne? Einen Stress See. Pro einen Würfel. Wenn der Stress ganz oben angekommen ist, ist nicht schlimm, weil du kannst ja irgendwann resten und kannst den wieder reduzieren. Drei ja. Stück in Kombination mit Lebenspunkten darfst du dir selbst aussuchen. Also 2, 1, 1, 2 oder 3, 0 oder 0, 3. So wie du halt möchtest. Dann ist meine. Wir verlieren die Mission, falls einer von uns stirbt, bevor der Cthulhu beschworen wurde. Das ist hinten beim roten Feld. Oder falls wir es halt schaffen, vorher die Bedingung zu erfüllen, nämlich 4 Labore zu zerstören, dann spawnt er auch schon, auch wenn der Erdbereich bereits noch im grünen Feld ist. Okay, also der kommt auf jeden Fall. Ja. Es sei denn, wir sterben vorher. Wir sterben vorher, dann haben wir verloren. Wenn er gespawnt wird und dann einer von uns stirbt, ist es nicht schlimm. Dann können die anderen es trotzdem noch schaffen, die Mission zu beenden. Okay. Ja, das ist dann nur schon tragisch, dann kann man halt nicht mehr mitspielen. Aber es ist auch gar nicht, also man muss sich auch mal opfern für das Team. Yes. Ja, ich meine, glaube, das waren auch schon die wichtigsten Punkte. Florian hat es aber auch schon gesagt, wenn du nachdem du die Mythos-Card gezogen hast, danach in deinem Feld alleine bist, darfst du eine von diesen Discovery-Cards ziehen. Dafür brauchst du meistens aber auch Stress, um das zu nehmen, was dort angeboten wird. Das heißt, man sollte immer 2 Stress irgendwie auf Reserve haben, wenn man sagt, okay, ich habe gleich die Möglichkeit, eine Karte zu ziehen. Okay. Das ist schon mal so ein bisschen. Manchmal muss man auch Wunden nehmen, also es haut nicht immer hin, also aber ja, es ist oft dabei Stress. So, also ja, manchmal sind da schöne Sachen bei. Und so, damit die Zuschauer noch wissen, was ich denn für eine Psychose habt und damit ihr das dann alles deuten kann. Falls ich auf so einem Fleck hier oben lande, dann muss ich ja meine Psychose abhandeln. Das ist Psychotic Outbreaks. Ich muss dann zu dem nächstgezogenen Feld gehen, wo mindestens eine andere Figur ist. If your space has other figures, do not move. Also dann muss ich mich halt nicht bewegen. Then deal 2 wounds to all other figures in your space. Aber da steht ja move to the nearest space. Also muss ich dann auch wirklich, egal wo ihr seid, oder muss ich meine 3 Felder gehen, die ich mache? Steht ja nicht run. Move to the nearest space. Das ist schon wieder so eine Sache, da bin ich mir nicht ganz sicher. Move to the nearest space with at least one figure. So wie das steht, wenn da auch Figures oder nicht. Ja. Aber wenn angenommen jetzt die alle weg wären und ich das schon hätte und ihr alle auch woanders wärt, dann müsste ich zum Beispiel von hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Felder dahin hinlaufen. So lese ich das tatsächlich. Okay, dann lese ich das auch so. Dann wird es ganz schön spät. Ich meine, was du letztes Mal hattest, dass du deinen kompletten Feuerschaden auf Monster umkippen kannst. Das war ja... Genau. Das kann ja vielleicht sogar noch kommen. Ja. Meine Psychose vorlesen. Tell uns mal. Obsessive Disorder. Move your stress to match your health value. Was ziemlich cool ist eigentlich. Wenn die Wunden unten sind, dann ist das cool, ja. Ansonsten ist das doof. Eigentlich cool. Nein, wenn ich jetzt viel Stress ausgegeben habe und hier bin und das kommt, dann... Ja, aber es kann ja leider auch so sein, dass du gerade ordentlich auf die Omme bekommen hast und kriegst dann den und bräuchtest dann eigentlich noch dein Reroll. Ja. Es kann cool sein. So wird das nicht passieren. Ja. Then discard discovery cards as needed until you have the same number of cards on each side of your investigator board. Kleiner Monk. Ja. Mhm. Ich habe Returning Trauma. Keep the last Mythos card with any player drew with no summoning symbol near this card until they are shuffled. If there's a Mythos card near this card, play it as if you had just drawn it. Otherwise, heal all of your stress. Okay. Das ist ziemlich gut, oder? Nee, das ist ziemlich blöd. Ich gehe davon aus, eigentlich wahrscheinlich die ganze Zeit eine Mythos-Karte. Es sei denn, es wurde gerade frisch geschaffelt und ich bin da direkt als nächstes dran. Okay. Okay. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an, nicht okay, weil ich so unhöflich bin, sondern dann kannst du nochmal 2 Runden zuschauen, jawohl, was hier alles passiert. Wobei es eigentlich gar nicht so schlau ist, dass ich anfange, weil... am schlauesten wäre es eigentlich, wenn du anfängst mit deinem Pistolero und darüber in das Feld reinballerst, weil du darfst ja auch in Felder angreifen, die nicht so sind, ne? Achso, stimmt. Wie weit darf ich überhaupt angreifen? Du nur in deinem Feld. Mhm. Obwohl ich eine Knarre habe? Ja. Mhm. Okay. Gut. Ja, aber es kann sein, dass du Gegenstände bekommst, mit denen du dann halt ein Feld weiter angreifen kannst. Ich kann auch anfangen. Ja, fang du mal ruhig an. Okay. Ich fange an. Achso, zu den Würfeln sagen wir dann gleich, wenn wir sie mal geschmissen haben, ja, wie man die dann benutzt. Am Anfang brauchst du ja eh wahrscheinlich nur deine... Schwarzen. Ja. So, erste Aktion. Ich greife an. Ich habe Marksman und
Deswegen darf ich ein Feld weit wegschießen. Von da nach da. Achso, da kann man noch so. Achso, Entschuldigung. Kultisten haben 2 Leben. Das wolltest du sagen? Genau, das wollte ich sagen. Zu spät. Also 2 Ausrufezeichen. Ja. Eins ist schon da. So, eins ist da. Ich könnte jetzt einen Stress ausgeben, um einen zu rerollen, aber. Nee, möchte ich nicht. Aber ich greife direkt nochmal an. Halt! Was auch gut wäre, wenn du einfach durchläufst, weil die machen dir nicht viel Schaden, die Kultisten. Das ist ja die coole Fähigkeit von dem Polizisten, der übrigens aus der Season 2 Box ist. Wenn du mit dem Polizisten einfach durchläufst, dann schleppst du die ja mit. Mhm. Wenn du 1, 2, 3 hier hinten hinläufst, könntest du sogar schon auf das Labor hauen und die greifen dich hier nur mit einem Würfel. Kriegst du meine Aktion zurück? Ja, können wir machen. Gut. Hallo und herzlich willkommen beim Pferdenbrett. Erzählen wir nichts zu den Würfeln. Dann mach ich das so. Also laufen. 1, 2, 3. Erstens. Also 1, 2, 3, genau. Achso, hier kann ich ja gar nicht rein. Doch, hier kannst du rein, aber dann kannst du von dort nicht nach da. Ja, stimmt. Erstens. Musst du dann der bleibt noch stehen? 1, 2, 3. Genau, erstens zieh ich die Gegner mit und zweitens kriege ich noch einen Feuerturm. Genau, weil Florian ein Feld verlassen hat, wo Feuer drin war. Yes. So. Dann meine zweite Aktion ist dann die Destroy Equipment. So, ich habe jetzt ein Success und einen Tentakel, den möchte ich aber nicht. Also gebe ich einen Stress aus und Reroll den. Ja, 2 Successe. Ja, das ist doch schon gut, oder? Für eine zweite Aktion. Mhm. Soll ich ihn so lassen? Ja, warte. Würde ich. Dann sind da schon 2 drauf. Ein zweiter Tag haben wir gleich schon das erste Labor vielleicht schon kaputt. Ja, ich würde ihn jetzt nochmal angreifen. Ja, genau. Deswegen... Nice. Ja, perfekt. Was so. Bedeutet das Pentagramm? Für mich gar nichts. Okay. Es gibt Charaktere, er hat das zum Beispiel, er kann ein Pentagramm aus einem Wurf als Success zählen. Ah, gut. Okay. Ja, so das hat dann. Zum Beispiel der Biaki hat das auch. Okay. Damit ist das fertig und dann darf ich das umdrehen und hoffentlich sterbe ich nicht. Oh nein. Major Explosion. Deal 2 wounds to all enemies in this space. To all enemies in this and adjacent spaces. Ja. Tschüss zu den Kultisten, weil die haben ja nur 2 Wounds. Hallo. Und tschüss. Tschüss. Was läuft bei dir? Also so einfach. Das ist ja nicht adjacent. So, dann. Draw me toss card. Genau. Here's yours. Yes. Chaos in the labs. Move the Elder One and each monster one space towards the undestroyed lab closest to them. Da, der kommt noch nach da. Und der läuft one space dann nach da. Und der da. Ne, der hat ja eins in seinem Feld. Oh ja, stimmt. Hab ich gesehen. Summon a cultist in each damaged lab. Gibt's keins. Then remove one wound from each lab in the space with the cultist. Gibt's auch nicht. Ja, das war eigentlich ganz okay. So, und da gibt's jetzt zum Beispiel dieses rote Symbol. Das heißt, die legen wir dann, weiß nicht, hier irgendwie hin. Ja. Ne? Weil wenn wir 3 Stück haben. Achso. Das ist quasi der Ablagestapel und du musst halt jedes Mal immer kontrollieren, wie viel da drin sind. Aber jetzt kommt ja erst noch die Phase 3. Ja, Investigate or Fight. Ich darf investigaten. Weil keiner in seinem Feld ist. Nice. Furious Students. Student. He can't hurt me anymore. I have a gun. Oh, nice. You may take one wound to claim either the Fury Student or the Pistol. Ich nehme die Pistol. Natürlich. Fiese Kombination. Ja. Die geben nämlich einen grünen Würfel. Es sei denn, ich habe Marksman, dann kriege ich 2. Nice. Das war original von das einzige Item, an dem ich dachte, das ist so mega nützlich. Ja, gerade mit deiner zweiten Marksman auf Stufe 2 dann. Ne? Das ist ja noch fieser dann. 4 Würfel. Yes. Gut, dann würden jetzt irgendwelche... Resolved End of Turn. Genau, richtig, das wollte ich gerade sagen. Achso. Ich habe ein Feuertoken. So, in dieser End of Turn Phase kommen erst End of Turn Effects. Das ist zum Beispiel bei mir, dass ich am Ende der Runde einen heilen würde. Dann kommt Check the Mythos Discard Pile, müssen wir noch nicht. Dann kommt... Ach nee, zweite Phase war erst Fire, Entschuldigung. Dann kommt Check the Mythos Card Pile, Elder Summoning, da kommen wir erst noch. Nichts. Und dann kann der Marker dann auch weg. Ach,
genau, nur bei einem Ausrufezeichen kriegst du einen Schaden, ne? Yes. Ja. Und wenn dann ein Tentakel drauf ist, kriegst du Schaden. Also wenn Tentakel, es gibt ja eine Seite, da ist ein Tentakel und ein Erfolg drauf, dann kriegst du beides. Ja. Okay. Ja. Aber auch die darfst du rerollen. Ich habe Toughness, ich darf das sogar gratis. Einmal. Yes. Ja. So. Und dann bist du. Und wie geht's? Was wäre denn jetzt sinnvoll? Also, 1, 2, 3. Du kannst ja sogar 4 laufen. 2, 3. Hier unten haben wir 2 Labore. Das ist natürlich ziemlich cool, wenn wir beide Labore kaputt bekommen würden dort unten. Also runter müssen wir auf jeden Fall, weil hier oben schaffen wir ja nur maximal 2, 3 Labore. Wir müssen sowieso runter. Ja. Und dann könnte man theoretisch sagen, das da hinten ignorieren wir. Wir gehen runter, machen unten 2 kaputt. Also ich könnte auch 1, 2, 3, 4 und dann kann ich noch 2-mal angreifen. Wenn du aber 1, 2, 3, 4 kriegst du keinen Feuertoken. Warum nicht? Weil du kein Feld verlässt, wo ein Feuertoken. Doch, ja, das ja, alles klar. Ja, dann würde ich auch so rumgehen. Hast du einen Kultisten weniger? Oder du gehst schon runter in den Keller. 1, 2, 3, 4, dann stehst du dort. Ja, und dann ist da das Viech. Ja, aber dann gehst du erstmal zu ihm. Und das ist gruselig. Dann brauch aber noch eine Aktion, um hier reinzukommen. Stimmt auch. Ich würde aber tatsächlich sagen, dass er auch hier reingeht und du kannst dann. Du kannst ja nächste Runde, Florian, 1, 2, 3 darunter. Sprich doch mal gar nicht von uns. Du bist halt vor mir dran. Das war nur ein Vorschlag. Das ist doch ein kooperatives Spiel. Das ist ein kommunikatives Spiel. Du schiebst die Arbeit alle auf. 4. Dann kriege ich jetzt einen Fire Token. Ah, dann nimmst du ihn mit. Achso. Deswegen, lauf ruhig, so wie du sagst. 1, 2, 3, 4. Ja. Ein Fire Token. Ich trotzdem einen Fire Token. Und dann kann ich das Ding jetzt angreifen. Korrekt? Mhm. Stopp. Es zählt nicht als Angriff. Nein, du willst wen angreifen? Hm? Den Kultisten oder das, nee, das Labor. Labor? Das Labor, das zählt nicht als Angriff. Genau. Ein. Ja, den würde ich so lassen. Ich würde jetzt überlegen... Den zu rerollen? Ganz genau. Ja. Hast du überlegt. Damit das Ding kaputt geht. Schade. Du kannst nochmal rerollen. Echt? Ja. Du kannst so oft du willst. So oft du kannst. No. Den würde ich jetzt auf jeden Fall. Du kannst gerade den kompletten Stress ausgeben. Jo. Aber hast es geschafft. Gut. Dann ist das Ding kaputt. Ja. Gut. Dann guckst du an. Das ist ja sehr merkwürdig, aber gut. Inferno! Place a fire token in the space and each adjacent space. Gut. Toll. Das war's. Brenne ich jetzt doppelt oder erst wenn ich das... Wenn das Feld verlässt. Okay. Du kannst auch vorher noch eine Aktion machen. Du kannst löschen, aber... Vorher löschen, ja. Du kannst ja auch wieder dich heilen durch die Rest-Aktion. Aber ich habe doch keine mehr. Bin gelaufen und zweimal angegriffen. Nein, denk später. Achso. Ja. Oder wenn Ulf in dein Feld kommt. Ja, dann wäre jetzt Draw Mythos Card. Jo. Configuration. Add one fire token to your space and to each adjacent space. So, die... Ach nee, das sind Summon, die da drauf. Alles klar. Ich muss die dann ja nehmen. Achso. und dann werde ich jetzt angegriffen. Richtig, genau. Der wirft mit... Zwei Grün. Nix. Nischt. Okay. Und dann kommt Resolve End of Turn und da gibt es bei uns momentan, wie gesagt, nur die Feuerphase. Das heißt, für jeden Feuermarker jetzt einen schwarzen Würfel. Für jeden, den ich habe oder für jeden, den du hast. Eine Runde. Runde. Und jetzt auch rerollen kann, ne? Ja, nö. Okay. Dann bist du. Dann bin ich. Schon. Die beiden sind hier oben schon weg. Ich kann leider auch nicht kämpfen. Den da hinten, den Biyaki. 1, 2, 3. 1, 2. Der greift an mit grün, grün, schwarz, ne? Mhm. Der hat alles schon aufgeräumt hier.
Das Einzige, was jetzt bringt, aber auch nicht viel. Henrik hat noch gar nicht viele Wunden. Wenn ich jetzt da hinterhergehen und versuchen würde, ihn zu heilen, das macht auch nicht viel Sinn, ne? Also so oder so ist ja für dich der effektivste Weg, erstmal hier hinzugehen. Ja, und dann würde ich, ob du runtergehst, dann gehe ich, glaube ich, runter in den Keller. Ja. 1, 2, 3. Ein Feuer. Ach so, finde ich den jetzt eigentlich groß. Ja, ja, ne? Ja, genau. Zu Ende gebrannt. Hm. 1, 2, 3 still. Das ist ja gar nicht mal so schlimm. Feuer ist nicht so schlimm. Jetzt weiß ich noch nicht, muss man Feuer, man muss für jedes, man würfelt ja einmalig, ne? Roll one per. Ein Würfel pro Feuer. Sendeskarte. Okay, also muss ich gleich 4 Würfel würfeln. So, jetzt habe ich noch eine Aktion. Ich glaube, mit den Kultisten. Boah, nö. Ja, nee, tatsächlich. Okay. 50-50. Pentagramm. So. Oh, nice. 2 Wunden auf das. Well done. Yes. Gut durch. Mythos. Mythos-Karte. Crawling Chaos. Each cultist moves one space towards you. Tschüss. Ja, ich voll umgeboxt. Alter. Der muss nicht mehr. Achso, aber es gibt keine Monsterphase, richtig? Sondern das ist die Monsterphase. Das ist die Monsterphase, ja. Genau. Good. If you are in a Relay Space, lose one sanity, haben wir noch nicht auf dem Feld. Und dann auf Rot und auf Gelb. Kulti. Jetzt kriege ich natürlich da drin ordentlich aufs Maul. Und wir haben jetzt auch 3 zusammen. Das heißt, am Ende der Runde passiert gleich noch was. Das heißt, das war die Müskatz. Jetzt greifen die beiden mich an. Oh, Alter. 2 Erfolge. Da hole ich auf jeden Fall mal ein. Ich hole nochmal. Alter, das sieht nicht gut aus. Du hast 1 Schaden. Nee, 2. Siehst du, jetzt habe ich 1 Schaden. Selbst wenn, du heilst dich doch. Stört ja, aber wenn ich gleich, ich habe auch noch Feuer, ne? So, 2. Angriff. Noch 1 Wunde. So, und jetzt. Resolve End of Turn. Also 4 Fire-Tokens. Ja, kommt nicht erst. Nee, erst kommt Feuer. Ich dachte, erst heilst du. 3. Hast du doch vorhin so vorgelesen. Stimmt, End of Turn Effect, das meinst du. At the end of your turn, you may heal 1 stress or 1 wound. Ich nehme 1 wound. Das waren die ersten 3 Feuermarker. Da passiert nichts. Und einen kriege ich. Ich will ja nicht an Karren pinkeln. Ja. Aber musst du nicht ein Pentagramm aus dem Wurf als Success? Nein, you may. Alles klar. You may count. Sehr schön. Ja. Die 1 Wunde habe ich jetzt hingenommen oder noch nicht? Nein, also nicht. So, jetzt. Ja. Ja. Und jetzt haben wir die Check the Mythos Discard Pile. Die 3 Karten zeigen auf jeden Fall 3 Symbole. Und dann rutscht jetzt der Cthulhu ein Feld vor. So, when Cthulhu advances, put a relay token on your space. If there's already one, put one on the nearest space. Summon a cultist on each relay space. Move the star spawn 1 space towards you. If it's not on the board, summon it on the blue gate. Bleb. Das war's aber nicht. Was? Dann noch die Advance-Regel aus der Mission. Weil das war die Cthulhu-spezifische Regel. Ach, jetzt stecken die Bude in Brand, ne? Ein Feuer, wo überall ein Kultist und kein Feuer ist. Also, da. Quatsch. Jetzt ist da Feuer. Mhm. Okay. Und dann wird das Mythos-Deck neu gemischt. Genau. Und jetzt wird auch die Karte von mir da reinkommen wieder. Mhm.